Einen wunderschönen guten Tag, Gideon, und herzlich willkommen zurück zur Assetto Corsa Competizione. Heute wieder mit Version 1.9 und dem zweiten der insgesamt drei neuen DLC-Fahrzeuge, dem Ferrari 296 GT3. Nachdem wir gestern ja schon den Porsche 992 GT3 R hatten, jetzt geht's hier in Imola an den Start, passenderweise in Italien. Und wir werden später auch nochmal den 488 GT3 Evo, der da gerade vor uns steht, fahren. Ich erkläre auch gleich gerne warum. Erstmal vielleicht ein paar Worte zum 296. Das GT3 Auto ist übelst aggressiv. Der sieht richtig, richtig aggressiv vorne aus. Hinten sehr aufgeräumt, insbesondere im Vergleich zur Serie. Und ich werde auch die Außenkamera wieder einblenden. Hat euch ja in dem letzten Video, glaube ich, ganz gut gefallen. Können wir auch mal für eine Runde in die Außencam gehen. Und ich muss sagen, der 296 in der Basisversion, ja, GTB bzw. GTS, der sieht am Heck schon so ein bisschen zerklüftet aus. Ja. Es sind so ein paar Linien, die sich auf den Bildern zumindest widersprechen. Wenn du das Auto aber mal in Real Life siehst, dann muss ich tatsächlich sagen, das sieht so viel stimmiger aus als auf jedem Bild, das ich davor gesehen habe von dem Auto. Also es ist ein Auto, das man definitiv in Natura mal gesehen haben muss, finde ich, damit man das Aussehen final bewerten kann. Ich finde, der 296 GTB sieht einfach tatsächlich dann geil aus. Und wenn man dann mal so ein bisschen die Performance vergleicht, das ist halt schon krass. Wir haben im Prinzip am Ende Downsizing zu den Quasi-Vorgängern. Ich sag quasi, weil von Ferrari wird das jetzt nicht als Nachfolger zu den V8-Mittelmotoren gesehen, aber an für sich kann man es schon mal machen, finde ich. So, also ich persönlich würde das schon so ein bisschen als Nachfolger sehen. Und wenn man mal quasi dann sich anschaut, wo die Fahrzeuge vorher waren, also ab dem 458 Italia begonnen, der war bei ungefähr 570 PS Leistung, die Speziale Version bei ungefähr 590, glaube ich. Der 488 GTB war bei 670 PS, 488 Pista und F8 Tributo waren da bei 720 PS. Und jetzt hast du mit einem 2,9 Liter Sechszylinder, namensgebend, 830 PS. Crazy. Ist ein Hybrid, habe ich vergessen dazu zu erwähnen. Hat aber auch ein Klangbild, was man definitiv nicht von diesen Eckdaten erwarten würde. Also ich bin ihn mal Probe gefahren. Wunderschönes Automobil, wie gesagt. In Natura richtig, richtig, richtig schön anzuschauen. Klingt sehr geil und fährt sich auch sehr gut. Also das zweifelsohne. Ja, also 296. Ich bin mal gespannt, was da alles kommt. Die Frage ist jetzt natürlich, Dave, warum willst du denn später jetzt den GT3 Evo nochmal testen? Also erstmal, kurzer Einschub nochmal. Curbs, da holpert schon noch ordentlich. Ist aber auch okay, das sind sehr hohe Curbs, also passt. Aber das sah bei Aris in der Preview mit dem 488 GT3 Evo noch ein bisschen entspannter aus. Ja, die Frage ist, warum will ich das Ganze jetzt mal testen mit dem GT3 Evo nochmal? Dann auch nochmal in Imola. Wir haben ja jetzt den 992 GT3 gehabt. Wir haben jetzt den 296 GT3. Und als nächstes würde ich mir logischerweise den Huracan Evo 2 anschauen. Wir haben dabei halt nur ein Problem. Wenn ich diese drei Videos mache und die Multiplayer-Folgen im Zweifel auch im 296 GT3 mache oder so, weil der mir einfach sehr gut gefällt, weil ich den geil finde. Gestern bin ich auch schon mit dem ein bisschen in LFM unterwegs gewesen. Heute werde ich mal den Porsche 992 testen dort. Aber wenn wir nur die neuen Fahrzeuge auswählen, dann können wir ein, zwei Sachen nicht testen. Nämlich, wie verändern sich die alten Fahrzeuge mit dem neuen Update? Ist das aggressive Setup beim 296 GT3 nur so gut, weil das jetzt auch für das neue Update entworfen wurde? Oder funktioniert das aggressive Setup auch sehr gut bei einem älteren Fahrzeug, beim Aston Martin oder halt eben auch beim GT3 Evo von Ferrari? Das ist das, was ich dabei so ein bisschen ergründen möchte. Und genau aus diesem Grund werde ich dann auch sagen, jo, Leute, wir fahren auch nochmal in Imola, damit wir den Direktvergleich auch haben, mit dem aggressiven Preset eben im 488 GT3 Evo und schau mal, wie das Auto sich da so verhält. Ja, also die hohen Curbs, die sind auf jeden Fall schon immer noch ordentlich. Aber wenn nicht die, welche dann, ne?
So, schöner Send. Ich werde hier auch ein bisschen aggressiver vorgehen, weil wir wollen auch ein bisschen unterschiedliche Autos sehen. In Valencia haben wir uns quasi satt gesehen an dem roten Honda NSX vor uns. Und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen Abwechslung haben, ne? Personal Fastest Lap. Ja, ich werde auch heute nochmal in LFM reingehen. Also für alle Leute, die jetzt gerade das Video schauen, kurz... Oh, die Wurstcups kann man gut mitnehmen. Krass. Okay, das ist heftig. Da muss man sich auch erstmal trauen. Da ist man so ein bisschen geschädigt, wenn man vorher auch ACC gespielt hat. Aber Alter, das geht ja richtig gut. Ja, ich werde auf jeden Fall auch heute Abend nochmal in Watkins Glen unterwegs sein, in LFM, in ACC. Also wer Bock hat, gerne, gerne reinkommen. Ich plane das Rennen um 20 und 22 Uhr zu fahren. Und danach so ein bisschen Forza Horizon nochmal zum Ausklingen zu zocken. Da kommt ja auch heute die neue Festival-Playlist. Und da werde ich auch mal den neuen GT3 jetzt testen. Unter LFM-Bedingungen. Weil bis jetzt bin ich dann den 296 primär gefahren. Da wird es auch ein YouTube-Video geben. Das waren zwei sehr wilde Rennen, die ich mit diesem Fahrzeug gefahren bin. Also da war sehr viel los. Okay, ich merke, diese Curbs sind auf jeden Fall sehr beunruhigend fürs Fahrzeug. Aber im Zweifel kann ich mir vorstellen, kannst du trotzdem ordentlich Zeit rausholen damit. Aber hier diese Wurstcurbs und so, die kannst du sehr entspannt überfahren. Das ist alles gut. Und wir ziehen hier vorbei. Ich glaube, das aus der Helicam sieht dann richtig geil aus. Ich mache da vielleicht nochmal eine zweite Kamera-Einblendung. Es ist echt zu krass, wie du sogar über die Curbs darüber heizen kannst. Ich find's heftig, also ACC hat sich hier deutlich verändert. Ich werde ja nochmal ein komplettes Fazit-Video machen, aber... Oh! Mal so ein Zwischendurch-Eindruck. Es hat sich auf jeden Fall drastisch verändert, was die Curb-Fahrung angeht. Insbesondere dann auch durch die Änderungen bei der Aufhängung, klar. Das Auto verhält sich in Kurven auch spürbar stabiler, finde ich. Also es ist sehr viel angenehmer, in den Kurven zu fahren. Sorry. Wow, Alter. Eieiei. Ja, aber ich hatte es auch schon mal so ein bisschen angemerkt für die letzten Updates. Ich fand, das Auto war immer recht rutschig. Und ich finde tatsächlich, jetzt hat man... deutlich weniger dieses Rutschen, aber es ist trotzdem noch so ein bisschen vorhanden, finde ich. Also, die Autos sind immer noch ein bisschen unruhig, für mich unkalkulierbar manchmal, aber es hat sich deutlich gebessert und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Wochen und Monaten häufiger ACC hier sehen werden. Denn im Endeffekt ist es ja auch eine Simulation, die sehr viele, sehr coole Sachen hat. Sehr aktuelles Fahrzeugfeld, beziehungsweise Fahrzeugauswahl. Sehr breite Fahrzeugauswahl an GT3-Autos. Eine sehr aktive Community. Optisch und klangtechnisch müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Ja. Insofern, ACC hat da schon einige sehr coole Sachen. Und zwar halt immer ein bisschen schade, finde ich, dass das halt nicht so 100% gefunkt hat zwischen mir und dem Game. Beziehungsweise sagen wir es mal so, vor Update 1.8, die Liebe war da. Und dann, ja, wurde es ein bisschen schwierig. Eieieiei, du kannst so heftig über Curbs gehen, das ist ja der Hammer. Hier auch. Und hier? Ja, geht. Eher nicht. Okay, es ist auf jeden Fall hart. Ah, okay, das war sogar Tracklimit relevant. Ups. Hat niemand gesehen, Leute. Niemand gesehen.
Es ist so crazy. Es ist so crazy, wie du mittlerweile über Curbs räubern kannst. Außenrum hier am Lexus vorbei. Tschüss. Leader is on the final lap. So, ich würde eigentlich gerne mal eine Runde haben, die recht frei ist. Dazu sollten wir eigentlich schnell nochmal am Nissan vorbei. Soll ich hier einen Gigacent starten? Let's go. Ich möchte mal eine Runde sehen, von der Performance her, was so zustande kommen kann, wenn man mal freie Fahrt hat. Ey, mittlerweile, du kannst Wurstcurbs mitnehmen, wie du willst. Also das ist auch das, was der Entwickler meinte, der Aris, besagter Aris, dass man vielleicht jetzt sogar zu hart über Curbs drüber fahren kann, also zu sehr, zu exzessiv das Ganze nutzen kann. Aber dass es halt besser so ist als andersrum. Und ich muss zustimmen, ich finde auch im Zweifelsfall, wir sind alle keine realen Rennfahrer, hier geht es nicht irgendwie um was weiß ich was. Ich finde es im Zweifelsfall ein bisschen zugänglicher, dann doch besser, als wenn du es unnötig verkomplizierst und sagst, so stellen wir uns die Realität vor und vielleicht passt das einfach nicht ganz zusammen. Und wir können hier gut auch in Richtung 1,43er Zeit fahren. Obwohl wir eine ordentliche Außentemperatur auch haben, ne? Also 24,32 ist auf jeden Fall nicht unbedingt das Kühlste, was man hier so haben kann zu den Bedingungen. Leader has finished the race. Sehr schön. Ja, ich hatte hinten ein bisschen niedrige Reifendrücke, aber trotzdem 1,44,0 am Ende. Ja, schönes Ding. So Leute, wir sind jetzt schon 2,5, 3,5 Ründchen hier unterwegs mit dem GT3 Evo. Und ich muss tatsächlich sagen, das fühlt sich sehr angenehm an. Er rutscht vielleicht ein Ticken mehr rum als der 296 GT3. Das könnte allerdings auch einfach daran liegen, dass er ein bisschen anders von der gesamten Fahrzeugcharakteristik ist. Nichtsdestotrotz, Curbs kann man ziemlich gut schlucken. Ich habe es jetzt mal gerade sehr extrem probiert. Und grundsätzlich fühlt sich das Auto sehr, sehr angenehm an. Und ich fahre mit dem Aggressive Setup. Und da muss man sagen, das ist ein Riesenfortschritt zur Version 1.8. Also das, was ich mir auch erhofft habe. Wenn du ein fahrbares Setup möchtest, mir geht es nicht mal unbedingt darum, jede Zehntel rauszuquetschen, sondern wenn du einfach ein Setup haben möchtest, das dich angenehm fährt, dann kannst du mittlerweile auch das aggressive Setup nehmen. Vielleicht musst du schauen, welches Auto dir am besten liegt. Ja, das gilt aber natürlich immer. Und wenn man dann quasi ein Fahrzeug hat mit aggressivem Setup und wenn man da einfach dann ein paar Rundsche fahren möchte, dann funktioniert das jetzt gut. Ja, das war der Punkt, wo Version 1.8 ein bisschen mich gebrochen hat, weil ab da galt, du musst Geld zahlen für ein Setup oder sehr lange suchen, damit das einigermaßen funktioniert. Für mich war Version 1.8 ehrlich gesagt sogar dann ein Rückschritt in Summe und Version 1.9 macht jetzt, finde ich, einiges sehr, sehr richtig und eins davon ist, dass man halt eben genau mit diesen Aggressive Setups auch fahren kann. Da bin ich ganz leicht mal gerutscht, aber nichts Wildes. Das Setup ist fahrbar. Klar, mit einem gekauften Setup kannst du vielleicht dann nochmal ein paar Zehntelchen mehr rausquetschen, ja. Aber es geht ja mir persönlich zumindest nicht darum, E-Sport-Niveau zu erreichen, sondern einfach nur eine angenehme Fahrweise mit dem Fahrzeug zu haben. Das hast du hier, finde ich. Werte Damen und Herren, morgen kommt dann nochmal ein Video mit dem Lamborghini Huracan GT3 Evo 2. Das ist ein sehr langer Name. Und am Wochenende plane ich dann 2 Videos täglich, dann also am Samstag und Sonntag, auf dem Hauptkanal. Da wird wieder F1 zurückkehren für die Leute, die sagen, boah, fände ich jetzt mal cool, wenn jetzt wieder ein bisschen F1-Content käme nach so viel ACC. Aber es wird auch ein Daily-ACC-Video geben. Einmal mein schlussendliches Fazit zu diesem Update, weil ich habe ja jetzt erste Eindrücke immer vermittelt. Dann gibt es, wie gesagt, das große Fazit und LFM-Rennen, wo wir dann entsprechend in den Streams unterwegs waren und sehr viele wilde Sachen erlebt haben. Boah, der Aston Martin vor mir, da geht es auch wild quer. Und damit bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, lasst gerne Daumen nach oben, ein Abo raushauen. Beim nächsten Mal gerne wieder dabei sein. Ich freue mich drauf, mit euch wieder in ACC unterwegs zu sein. Haut rein.